In Ägypten hat die dreitägige Präsidentenwahl begonnen. Die Bestätigung von Staatschef Abdel Fattah al-Sisi für eine dritte Amtszeit gilt als sicher. Seinen drei Gegenkandidaten werden kaum Chancen eingeräumt. Die Wahl läuft bis Dienstag. Sie findet unter strengen Sicherheitsvorkehrungen statt. Das Wahlergebnis wird am 18. Dezember bekannt gegeben. Zu den bestimmenden Themen während des Wahlkampfes gehörte die humanitäre Lage im benachbarten Gazastreifen. Die Folgen des Krieges zwischen Israel und der radikal-islamischen Hamas sind aus Sicht einiger Wähler noch wichtiger als die hohen Lebenshaltungskosten im Land. Ägypten spielt seit Jahrzehnten eine wichtige Vermittlerrolle im Nahostkonflikt.